wie man es schön sieht. Dafür dauert es halt jetzt länger, aber im Endeffekt kommt man ja zu seinem Ziel. Ja, klar. So, Finish, komm schon. Jetzt, bitte, jetzt keinen Scheiß mehr. Dumm. Oh, dumm. Wieso hab ich so ein Pech, ey? Das geht gar nicht. Weiß es nicht. Aber dafür hältst du jetzt ziemlich gut die Attacken auf. Jetzt ja, noch ein Ja, stimmt. Durch diese schwachen Attacken wehrt man auch ziemlich viel ab. Ja. Yay, besiegt. Weil die Stärkeren meistens mal langsamer sind. Ja. Und wieder nichts bekommen. Just a little more, come on, more time. Achso, dreimal muss man gegen den kämpfen. Ja, dumm. Ja, naja. Voll. Egal. Dann kämpfen halt nochmal gegen ihn. Vielleicht kriegen wir diesmal irgendwas. Das zum Beispiel, das würde ich auch gerne haben. Die Attacke. Ja. Naja. Ja. Was soll man machen? Ja, eben nix. Das ist das Problem. Man kann nur hoffen und kriegt dann eh nix. Ja. Komm schon. Die 1000 AP von denen sind echt lästig ein bisschen. Ja, klar. Nein. Man könnte schon sagen, dass er stärker als Tyrannomon ist, weil er halt stärkere Attacken hat. Ja, schon. Ich meine, ich heile ja mein Digimon die ganze Zeit. Würde ich das nicht heilen, wäre es schon längst den Bach runtergegangen. Ja, klar. Aber naja. Komm schon! Finish! Komm schon! Und wow! Yay! Nice! Brauchst du eigentlich auch gar nicht mehr so viel drücken. Ja, gut. Mach ich aber trotzdem auch Spaß. Ja, okay. Und wir haben es geschafft. Yay! Und jetzt, sieht er endlich ein, dass er keine Chance gegen uns hat. Richtig. Und das macht er, indem er folgendes macht. Ja. I can't win! Why do you want to win? What should I do? What do you mean? You don't have anything? I've got lots of time! Lots of time. If you have too much time, come to the city. There are all kinds of Digimon there. Sounds good, I'll go. My name is Patamon. See you later! Yeah, Tyrannomon headbanged. Nice. So, next one. Next screen. So, das ist jetzt total dumm. Ich muss hier leider, ich muss mich selber verletzen, um das Digimon in die Stadt zu bekommen. Ein Elecmon. Bam. Ha, touch me, you'll get shocked. Und nochmal. Bam. Don't wanna be here. Und nochmal. Bam, bam. Wow, amazing, he got guts. You're gonna be somebody, alright, I'll help you. Want to use your electric power for the city? City? What's that? Sounds familiar, but... I'll help, I'm Elecmon, nice to meet you. Da-da-da-da. Wie viel HP hast du jetzt? Oder hast du einen, glaube ich. Nee, 288. Geil. Ja. Ich muss noch einen in die Stadt bekommen. Ja. Und ich glaube, ich hab's gerade verpasst. So, ich weiß. So, hier unten oder so. Ja, genau. Hier unten muss ich hin. So, da ist es. Da muss ich mit dem Verstecken spielen. Who is it? No way! What up? So. Du kriegst auch erstmal was zu fressen. Geben. Jo. Yay, er ist ab. Yay. Ah, er wird schon 52, ne? Ja. Frank. So. I'm here again. Not again. Wait. Bye. If we go on like this, we'll just repeat ourselves. Maybe I should wait here. Ich glaube, jetzt muss ich den nochmal ansprechen. Ich versuch's mal. Irgendwie geht's manchmal und manchmal nicht. I'm here again. Not anyway. So, jetzt muss ich, glaube ich, quicker, bla bla bla. Maybe I should wait here. So, maybe I'll wait. Go? Nee. Maybe I'll wait. Okay, wait. Alright, Shino, get rid of Biomon. Go! Go, 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 go. Geh hin. Okay. Ah, ist zu einem anderen Platz gegangen. So, ich glaube jetzt muss ich hier. Oder so? Ja, genau. Wait.
Alright, Chino. Geh da hin. So. Und jetzt? Ja, jetzt muss es kommen. Kommt dann nach unten. Wahrscheinlich. Yay! Ja, nice. Yay! Juhu, the ambush is a success. Help me out! Don't panic! We're not the bad guys here. I know, the famous Digimon kidnapper. I think everyone has the wrong idea. wie das Bioman gerade guckt, ey. Ja. Strop, try to convince them. Them? From them. Keine Ahnung. I see, it's my mistake. Ja. Ui, es laggt gerade total. I'll go to the city. Aber ich glaube, es... Keine Ahnung. Auf jeden Fall laggt es gerade. Es ist einfach Matrix-Slow-Motion. Auch wenn du es nicht siehst. Man, ja, ich sehe es so ein bisschen, glaube ich. Lol, ey. Lags, oder? Ja, total. Ansonsten machen wir hier kurz... Haben wir schon nicht 15 Minuten? Ja, aber wir machen trotzdem mal kurz... ey, wir sind gleich wieder da. Moment, jo. Bis gleich. Sind wir wieder. Und, da ist Bild. Und Bild. Ich würde mal sagen, hier sind wir erstmal fertig. Und deswegen gehe ich mal wieder in die Stadt zurück durch den Autopilot. Jo, Tyrannomon. Frisch. Und wir haben noch, wir haben noch kein Fleisch geholt. Das machen wir jetzt auch nochmal. Stimmt. Und übrigens, wie viel haben wir jetzt schon? 12. Okay. 12. Mhm. Ja, dann ist es noch eine Weile. Es will wieder essen. Ja, jetzt, wo es zur Fleischfarm geht. Ja, klar. Er riecht schon. Ja. Hier unglaublich. Ist... So. Yay. Okidoki. Ich will noch, glaube ich, ein bisschen Geld verdienen und deswegen kämpfe ich noch ein bisschen mal so gegen ein paar Schwache. Oder ich tu mal... Nee, ich habe noch genug. Nee, die Sachen muss ich nicht reintun. Ich mache einfach mal so ganz stumpf erstmal ein paar Kämpfe. Ja, vielleicht kriegst du auch noch Techniken. Ja, ich glaube bei den Schwachen... Weiß nicht. Ja, ich weiß Obwohl nicht. Obwohl doch, von Gurimon kriege ich auf jeden Fall was. Ich kann dann gegen Gurimon ein bisschen kämpfen. Ja. Ist ja logisch, ne? Ja. Dann gehe ich wieder hier in diese schöne Höhle. In den Tunnel. Ja, wenn du Lack hast, dann... Ach genau, ich kann jetzt auch noch Tremorgemon in die Stadt holen. Ich kann jetzt Tremorgemon in die Stadt holen, deswegen gehe ich schon richtig hin. Ja, ja dumm. So. So, erstes. Vor allem, ich kann sie jetzt zwar nicht hören, aber ich glaube, die Kampfmusik war auch richtig episch damals. Ja, klar. Ja. Ich fand immer die Bosskämpfe richtig episch. Ja, die Digitationen sind episch und also die Digitationssequenzen. Ja, klar, episch. das ist immer das epischste von allen, glaube ich. Ja. Ja, mach ihn fertig. Ja, ich hoffe, der kriegt jetzt auch mal die Magma-Bombe. Und hau den Lukas oder sowas. Also die deutschen Namen habe ich noch ziemlich gut in Erinnerung. Ja. Spitfire war doch, glaube ich, war das nicht Pfeffer und Salz? Oder ja, so? Irgendwie sowas. Und Geburimon lässt den was droppen. Mies. Fleisch. Pfeffer und Salz, ey, vollkommen schon nah. Ja. Stimmt schon. So, jetzt kämpfe ich glaube ich mal gegen die drei. Ist aber schon sehr gut, die Zufriedenheit und so. Und ja, klar. Vor allem beim ersten Digimon, das ist schon krass. Mhm. Ich bin sogar selber ein bisschen überrascht, weil ich das nicht immer geschafft habe. Mhm. So. Ja, Autopilot. Ja, bisschen. Ja, noch fünf. Na gut. Vielleicht hast du ja jetzt ein bisschen mehr Glück. Auf einmal, ne, habe ich dann plötzlich Glück mit irgendwas. Ja, so. Das müsste eigentlich mal kommen, solange wir mal Magma-Bombe. Magma-Bombe. Lol. Synchrones anstarren, schalten, synchrones sabbern. Ja. Die sehen wirklich so aus, als ob die sabbern würden irgendwie. Ja, aber das macht, es gibt für jedes Digimon so eine Animation in dem Spiel. Ja, das ist so voll lustig irgendwie. Hier, Leomon hat ja auch, als wir es angesprochen haben, wo wir
Ja, wo wir diesen komischen, hier, wie war das, wo er das eine Digimon gerettet hat, ne? Da hat er ja auch in die Luft gestarrt. Wenn man es nicht weiß, okay. Also wenn man den von vorne sehen würde, wäre das auch diese Sabba-Animation gewesen. Also das ist irgendwie schon irgendwie stumpf, aber ja. Es ist... Komm schon! Okay. So, los! Komm schon! Mach ihn fertig! Oh, wow, mega lag! Wow! Oh, Matrix! Magic lag, Alter! Ich weiß nicht, was der Grund ist. Jetzt geht's, ich glaube, das war einfach zu episch, der Kampf. Das ist auf jeden Fall zu Matrix. Ja. Bitte. Ja, aber. Jetzt wäre es geil, wenn es jetzt Matrix wäre. Ja. Naja. Naja, ja, so halb. Also jedenfalls bei mir. So halb. Ja, hier so Matrix. Alter. Ja. Und bitte. Oh. Bitte. Ja. Mann. So dumm. So, jetzt gehe ich erstmal Dremogemon holen. Dremogemon. Wo bist du, mein Freund? Jo. Also ein Dremogemon steht ja immer noch links und kocht irgendwas oder so. Wie? Das ist es nicht. Hä? Ja, es gibt ja mehrere. Ach so, nein. Das ist das, was uns den Weg frei gemacht hat. Ja, also es gibt mehrere, aber nicht alle gehen in die Stadt, sondern nur eins geht in die Stadt. Ja, genau. Glaub, ich bin mir nicht sicher, ob es schon fertig ist, aber es wäre natürlich ganz cool. Ja. Aber ich glaube nicht, nee. Ach, nee. Scheiße. Naja, egal. Hm. Was soll's? Man hat auch mal Fails im Leben. Ja, müssen wir halt noch ein paar Digimon rekrutieren. Ja, klar. Ja, oder wir müssen einfach noch ein bisschen warten noch. Ich glaube, wir sind einfach viel zu schnell mit dem ganzen Zeug. Und wir müssen auch mal Wartepausen einlegen. Das Problem bei uns ist ja auch, dass wir selber gar nicht mitkriegen, wie schnell das geht, weil wir machen ja immer so Aufnahmepausen zwischendurch. Genau. Also das ist jetzt immer noch das erste Digimon. Normalerweise verliert man das, also kommt es einem viel schneller vor, dass man das verliert. Ja, genau, wenn wenig kämpft, man zum Beispiel viel mit hier, naja, obwohl da ist eh noch nichts, also brauchen wir uns noch nicht mal darum zu kümmern. Wir kämpfen noch einmal gegen Goburimon, einfach nur um das letzte Glück noch irgendwie rauszuholen, was es noch geht. Ja. Naja. So. Da. Du brauchst bald wieder Chips hier. Wir haben nur noch eine Minute oder zwei Minuten, dann müssen wir wieder. Ja gut, dann wäre das noch der Kampf, vielleicht noch eine Verabschiedung oder so. Ja, gut. Und dann ist auch schon wieder Cut angesagt. Der liebe Mr. Herr Cut. Oh nein. Wieder Matrix-Style. Matrix? Geil. Ja, weiß nicht, ob das eher Lag oder Matrix ist. So, noch einen, komm schon. Ich glaube 30, ja genau, 30 verbraucht es. Ja, ist schon wenig, oder? Ja. Jo. Ein bisschen. Nice one. Na. Wieder nix. Jo. Tja. Oh mein Gott. Slackt. Jo. Schon ein bisschen. Jo, und du? Was? Wohin gehen wir jetzt noch? Wollen wir jetzt hier einen Cut? Oder? Ja, gleich. Okay. Oh, schläft. Schlaf. Noch irgendwas? Nee. Ja, dann würde ich sagen, ich mache hier einfach mal einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Digimon World. Genau. Tschüssi. Tschüssi.